Ja, mal wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Heute im Schnelldurchgang die Vergoldung von Silberschmuck. Wie machen wir das? Wenn wir schadhaften Silber haben, können wir es natürlich den Silber ausgleichen. Wenn wir versilberte Ware haben, die vergoldet werden soll, ist ganz einfach. Wichtig ist immer polieren. Ja, mit Politur, Mikrofasertücher, damit die Oxidation vom Silber, also diese schwefelhaltige Verbindung auf der Oberfläche, weggeht. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Silber ganz einfach reinigen, indem man zum Beispiel warmes Wasser mit ein paar Esslöffel Salz auflöst und dann das Silberschmuck einlegt und auf die Seite eine Aluminiumfolie. Dann läuft praktisch diese minderwertige, sage ich mal, das schlechte Schwefel geht dann zum Alufolie rüber und legt sich dann da an und dann wird das Silber richtig sauber. Braucht man also keine teuren Silberputzbäder kaufen. Wenn wir jetzt natürlich galvanisch beschichten, dann soll es natürlich noch sauberer sein. Geht natürlich dann in dem Fall mit dem Elektroentfetter. Das habe ich jetzt alles schon gemacht. Also der Cleaner, erster Schritt, Aktivator brauche ich beim Silber nicht. Kann man machen, aber wenn man merkt, es wird schwarz, schwarze Oberfläche, dann muss man es. Oder dann lässt man es lieber. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu aktivieren, um das vorzuzeigen. Ich nehme jetzt mal so 2,7 Volt, also die mindeste Einstellung am Gerät. Und dann könnte man es hier so aktivieren und rüberfahren. Habe schon fast manchmal ja, so 0,2 Ampere, von dem her geht es. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, gut, diese ganze Kette da, das nervt, ja, da mache ich halt im Bad. Das heißt, ich nehme die Kette rein, alles was beschichtet wird, hängt man ins Minus, Pluspol daneben, fahre ein bisschen hier hin und her und jetzt wird eigentlich schon die Fläche richtig gut aktiviert. Natürlich kann man es entsprechend länger machen, aber wenn man es natürlich im Bad macht, dann muss man aufpassen, die Stromwirkung ist natürlich wesentlich stärker und intensiver, gleichzeitig auf die ganze Fläche und dann kann es natürlich passieren, dass dann einem doch vielleicht alles schwarz wird. Deshalb sind ja auch diese Bad Galvanik Elektrolyte meistens mit sehr wenig Metall ausgestattet, 2 Gramm, 4 Gramm und so weiter, weil wenn man dann 8, 12 Gramm oder noch mehr nimmt, dann ist halt so, dass der Strom quasi gleichzeitig auf die ganze Fläche wirkt und dann das Elektrolyt auch gleichmäßig zu schnell auf die ganze Fläche abgeschieden wird und dann wird es meistens schwarz. Das gleiche Verfahren jetzt mit der Kette, immer ein bisschen auf das Minus achten, dass das Minus immer wieder auch sauber gemacht wird und richtig entfettet wird, weil wenn sich da natürlich Oxide bilden, kann die Leitfähigkeit unterbunden werden, beziehungsweise es kann auch Störungen geben. Hier unten sammelt sich es manchmal ganz gern an. Es gibt natürlich schlaue Kunden, die sagen, habe ich mir schon vergoldet. Das Problem ist nur, wenn man es dann vergoldet hat und danach wieder versilbern und vernickelt und schwarzrodiniert, dann nimmt es natürlich auch wieder das Metall an. Kann man sich also letztendlich sparen. Das ist am Anfang halt schön, wenn man sagt, wow, mein erstes vergoldetes Objekt war die Minusklemme an meinem Kabel, aber letztendlich hält es nicht lange, weil halt immer wieder neue Sachen drüber kommen. Hier bei so einem kleinen Kettchen hat man natürlich den Vorteil, dass man überall anhängen kann. Man hat nicht diese feinen Glieder, diese Zwischenglieder, wie manche Königsketten haben, weil da wird man schon mal echt wahnsinnig, kann man es aber auch im Bad machen. Also jetzt hier ans Minus kalten und hier mit dem Plus ein bisschen daneben. Ja, sieht man, das nimmt es so schnell an. Ist also richtig wunderbar. Auch beim Verschluss sieht man es, nimmt es gut an. Und da ist halt wichtig, dass man es dick beschichtet. Also ich würde es dann schon mehrere Minuten lang dick beschichten und dem Kunden einfach die Pflegeanleitung ist wichtig mit auf den Weg zu geben, nichts was abrasiv ist, keine Goldputztücher, keine Silberputztücher, keine Poliermittel, ja, dass man sagt, oh, das muss jeden Tag schön glänzen. Es gibt ja echt so ganz penible Leute, die ihre Sachen wirklich jeden Tag absolut auf Vordermann bringen. Das sollte man natürlich bei beschichteten Dingen vermeiden, weil es ist so, je mehr Putztücher und abrasive Mittel ich einsetze, desto dünner wird natürlich irgendwann mal diese Beschichtung und reibt sich natürlich letztendlich dann auch ab. Das gleiche hätte ich dann auch in dem Fall bei Chromfelgen, weil wenn ich da den ganzen Tag mit irgendwelchen Mittelchen dran gehe, dann habe ich natürlich auch irgendwann mal das Chrom runter oder Badarmaturen. Ja, also man kann es auch zu Tode pflegen, das geht auch. Das ist wie wenn man am Tag fünfmal duscht, macht man Säureschutzmantel der Haut kaputt und irgendwann hat man Schwierigkeiten und fragt sich, woher das Ganze kommt. Also manchmal ist weniger mehr beim Duschen nicht. So, ich kann natürlich jetzt hier auch ein Bad machen, indem ich hier das Teil, was beschichtet wird, immer ans Minus hänge, das Plus daneben, habe 0,4 Ampere jetzt bei 4,7 Volt.
Das passt gerade, man sagt immer so 0,1 Ampere auf 1 Quadratzentimeter. Ja, also man sieht schon, es hat sich doch schon ein bisschen was getan. Ja, müsste natürlich jetzt das entsprechend ein bisschen länger einwirken lassen. Auch ein weiter guter Trick ist, wenn man solche Plastikteile nimmt, gibt es beim Baumarkt, und das dann ein bisschen in der Länge nach. Natürlich vorher immer sauber machen, das ist klar, gell, dass man nicht irgendwo was aus dem Keller zieht und dann das einfach reinschüttet. Das Elektrolyt kann man immer wieder zurück in den Becher schütten und so lange verwenden, bis es weg ist. Deshalb empfiehlt sich natürlich auch immer, eine saubere Wanne darunter zu legen, damit man halt einfach ziemlich wenig Materialverlust hat. Und weil jetzt hier doch beim Bestreichen immer mal wieder was daneben läuft, dann läuft es im Minus entlang, es läuft irgendwo am Fahrzeug runter, ja, und irgendwann ist es weg. Natürlich sollte man schon so viel verdient haben, dass es dann natürlich auch sowieso immer Profit bringt. Aber man muss ja nicht alles verschwenden. Also wie gesagt, man kann es im Bad malen, man kann es jetzt hier malen mit dem Stift einfach ein paar Mal drüber fahren. Wieder ins Bad einlegen kann man auch kombinieren, wie man es möchte. Aber letztendlich ist es keine aufwendige Sache, es ist ein bisschen eine zeitintensive Sache. Das muss man immer ein bisschen berücksichtigen, sollte auch der Kunde berücksichtigen, weil wir ja hier auch echtes Gold auftragen und das dann auch per Hand malen, dass es halt hier keine Massenware ist, sondern manuell aufgetragen wird. Mit viel Liebe versteht sich. Und wie gesagt, sollte sich mal was abreiben, kann man es immer wieder zurückschicken und dann kann man es auch schnell lokal wieder nachvergolden oder halt auch innerhalb einer gewissen Zeit kann man das auch auf Kulanz wieder nachvergolden. Das ist ja jetzt kein großer Akt, das Ding kurz auszupacken, kurz zu entfetten und dann nochmal neu zu vergolden. Hier den Hänger nochmal, der ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen interessanter als der Kette zuzugucken. Ja, also auch hier bis in die feinsten Ritzen an der Ecke entlang ist die Beschichtung hier machbar. Soll sie ein bisschen dunkel abscheiden, wie gesagt, dann ist die Stromspannung zu hoch. Dann einfach wieder nachjustieren und dann funktioniert das. Ja, jetzt gibt es wieder so eine Abmahnwelle, die gibt es eigentlich permanent. Da ist jetzt wieder die Sache, dass man zum Beispiel keine Aussage treffen darf, dass man mit 24 Karat vergoldet, ja, weil sonst die Leute natürlich der Meinung sind, dass es irgendwas mit dem Gewicht zu tun hat. Also 24 Karat wäre dann quasi eine Gewichtseinheit. Und wenn man das nur vergoldet, aber mit 24 Karat anpreist, dann könnte natürlich der Kunde der Meinung sein, dass seine Silberkette, die er zum Beschichten geschickt hat, plötzlich echtes, komplettes Gold ist. Das ist natürlich Quatsch. Letztendlich ist es so, wir beschichten mit 999er Feingold und 24 Karat gibt es eigentlich in der Regel sowieso nicht. Diese Bezeichnung hat wahrscheinlich halt irgendjemand mal erfunden, aber letztendlich gibt es kein komplett reines Gold, selbst im Goldbarren. Ich weiß nicht, wer sich von euch da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt. Selbst wenn ich jetzt eine Tonne Gold kaufen würde, wird die vorher eingeschmolzen und ich habe dann wahrscheinlich 970 Kilo Gold und 30 Kilo Zusätze, ja. Aber diese Analyse, also wenn man im großen Stil Gold kauft, wird halt die Analyse in der Scheideanstalt gezogen, dann wird das Gold wieder eingeschmolzen und dann zahle ich auch nur den tatsächlichen Goldpreis. Also auch da sieht man, dass es mit dem 24 Karat echten Gold nichts zu tun hat, weil es sind ja auch immer irgendwelche Sachen drin, auch gerade im Schmuckbereich in Form von einer Legierung, ja, diese gelblichen Sachen eher Nickel und die rötlichen Roségold eher Kupfer. Und Weißgold halt viel mit Silber versetzt. Von dem her wird auch da nie irgendetwas rein 24 Karat sein, sondern es sind immer meistens immer irgendwas drin. Ein reiner Goldring, den könnte man mit dem Finger zerdrücken. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Kurze Kette vergoldet. Ja, sieht euch richtig Schmuck aus. Und wie gesagt, die Vergoldung hält, die geht nicht beim Duschen ab, das hat man auch immer wieder, sondern die hält richtig fest, weil es eine Hartvergoldung ist. Wir haben also kobaltgehärtetes Gold, was auch nach EU-Richtlinien absolut antiallergen ist. Also wir haben eine absolut nickelfreie Vergoldung, ein nickelfreies Goldbad.
Und dann kann man das auch schön an der Haut tragen und gibt keine Allergien. So, wie gesagt, im Stift, mit Bart und Stift, mit Stift und Bart, mit Bart, Stift, 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 Bart, Bart. Kann man es also abwechseln, wie man möchte. Ja, weil manchmal ist im Bart so, dass die Haftung nicht immer toll ist. Das hat man öfters, wenn jemand versucht, Edelstahl zu beschichten, dass er dann merkt, hups, das geht im Bart ja gar nicht richtig. Dann empfehle ich kurz mit dem Stift, mit dem Tampon, einfach gleich eine Goldschicht aufzuziehen und dann kann man es baden, dann wird die Goldschicht dicker. In dem Sinn, wünsche euch schöne Zeit.